Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Karriere mit den ESV Kaufbeuren. Heute spielen wir gegen die Bietigheim Steelers, die den 6. Platz belegen. 15 Spiele sind nur noch zu gehen, also es ist nicht mehr viel und wir wollen einfach oben weiter da bleiben und den Platz weiter festigen. Jamal Watson ist unser Topscorer dahinter. Sammy Plonkvist, Lackersee, Lammers, Lewis Schütz, Spurgeon, Burkhardt und Laxonen. Ja. Heute spielen wir gegen Bietigheim, die natürlich auch den Platz 6 vielleicht noch verbessern wollen, weil Landshut ist im Rücken und deswegen, wir sind gut in Form, so wie ich es jetzt auch gerade sehe, ist Bietigheim auch nicht schlecht in Form, ist natürlich ein Heimspiel für uns, ist natürlich etwas besser einfach zu Hause. Ja. Letztes Spiel gegen Rosenheim war schon ein enges Spiel, konnten uns ja ganz knapp durchsetzen am Ende. Und wir werden jetzt sehen, wie dieses Spiel verläuft. Man muss sagen, wir hatten ein gutes Derby abgeliefert gegen Rosenheim. Aber Rosenheim war natürlich auch nicht ganz so schlecht. Und Yannick Burkhardt, der hatte direkt mal eine riesige Chance. Ich glaube, Dubravka ist im Tor. Jamal Watson, der natürlich eine überragende Saison spielt. So ein starker Verteidiger. Sammy Plonkvist, Burkhardt, Charter und jetzt Jack Dewey, Müst, Serdar Gosic und Küb. Aber wir passen auf. Sammy Plonkvist. Er macht das stark, aber hat keine Anspielstation. Da sieht er aber Yannick Burkhardt. 6. Saisontor für den jungen Spieler. Und er macht das Ding zum 1-0. Wollte gerade sagen, da hat er keine Anspielstation, aber Bietigheim tut das da einfach nicht gut genug verteidigen. Dubravka mit dem Save. Ja, Simon Plonkvist da sehr optimistisch, aber Kins. Ah, Burkhardt, Charter, jetzt Kup. Serdar Gosic, Gosic. Aber Daniel Fiesinger. Dicke Chance für Bietigheim. Und dann der kleine Fehler, kleine Wechselfehler. Jetzt ist es Killen, Sabatier ist wieder da. Bidul, der ja weiterhin die Chance bekommt. Bidul, jetzt auf Lammers. Lammers auf Lackersee, der überläuft die da richtig stark. Die Bietigheimer, aber auch was ein Pass von Lammers, aber leider nicht geklappt. Jetzt Bidul, Thiel. Jetzt läuft da Lammers eine, aber nicht ganz. Aber jetzt Bidul. Der versucht nicht zu schießen. Spurgeon, ja, schade. Muss er abdrehen. Vielleicht ist die bessere Wahl da. Lammers, ja, der Pass geht hoch, aber ins Nichts, weil da keiner ist. Und in den ersten 10 Minuten sind rum 1-0 Führung für uns. Und wir tun schon das Spiel dominierend. Bietigheim macht noch zu viele Fehler da bisher. Aber jetzt ist es Lewis. Ah, Kraus, schade, verpasst ein Stück. Thiel. Lange den Puck. Cookie macht es auch ganz stark, der da dazwischen ist. Und Ratschuk. Kins. Kui. Quessi. Viel Zeit. Und was ein Save, kann man schon sagen. Von Thiel. Und jetzt Heike mit dem Konter. Heike. Weber. Kraus. Aber der Block, ja, das wäre direkt ein guter Nadelstich. Weil Bietigheim hatte da eine riesen Chance. Thiel haut sich da wirklich rein und verhindert das Gegentor. Das darf natürlich uns nicht so leicht passieren. Ganz einfach. Weber, jetzt viel Zeit. Knapp über den Kasten. Ich weiß nicht, ob Dubravka vielleicht noch dran war. Sah aber so aus, als wäre da irgendwas noch gewesen. Aber das erste Dritte geht zu Ende. Ja, Nifosi holt sich den Puck nochmal. Nifosi nochmal mit dem Schuss. Dubravka mit dem Save. Ja, erstes Drittel vorbei. 1-0 Führung für die Bietigheim Steelers. Hier sehen wir es nochmal. War sein Ding. Wartet vielleicht. Ist es Radzug? Ich weiß gerade nicht. Die Nummer 17. Vielleicht wartet er ein Stück zu lange. Aber auch einfach überragend von Thiel, einfach so in den Schuss gehauen.
das Tor verhindert, auf jeden Fall das Tor, weil also, hätte er den nicht getroffen, dann wäre es vielleicht Fehlschuss des Jahres. Burkhardt, dann ist es Jamal Watson. Knapp am Kasten vorbei, Serdar Gosic, super, gegen Lacazette. Serdar Gosic, ganz stark von Lacazette, Plonqvist auf Simon Schütz. Plonqvist, Lacazette, Burkhardt, Lacazette, Schütz, Watson. Ah, Plonqvist, schade. Lacazette, aber unsere erste Reihe. Die drückt hier extrem und sie kriegen es nicht hin. Aber die hauen sich auch hier sehr stark rein. Die Bietigheim, aber kommen nicht raus. Lacazette, Schlagschuss. McDonald, jetzt vielleicht die Befreiung für Bietigheim. Jack Duimes. Ja, jetzt geht er tief. Auch hier ganz stark von Bietigheim verteidigt. Das muss man sagen. Haben sich in die Schüsse gehauen und alles dafür gegeben, dass wir nicht das Tor jetzt machen. Wie Duel. Super, Lemmers, 2-0, aber das ist halt dann sehr schlecht verteidigt. Joe Lemmers macht das 2-0 und sein 16. Saisontreffer. Das ist auch eine extrem starke Zahl, weil er auch keinen leichten Start hier hatte. Lemmers, hier ist Lemmers nochmal, kriegt seinen eigenen Rebound wieder. Barry passt da vielleicht nicht hundertprozentig auf, entscheidet sich vielleicht für die falsche Seite oder für den falschen Spieler. Aber halt auch nicht gut verteidigt. Und jetzt nimmt Tyler Spurgeon erstmal die Strafe. Zehrensen. Wird da nicht groß angegriffen. Cookie. Thiel war da meines Erachtens dran. McDonald. Dicke Chance. Aber Fiesinger mit der Fangern dran. Zwar nur zur Seite weg, aber einfach gehalten. Das ist wichtig. Und jetzt ist für Bietigheim die Chance, vielleicht zurück ins Spiel zu kommen. Im zweiten Drittel meine ich, da ist noch nicht viel passiert. Da waren sie noch nicht ganz so auf dem Eis. Nur hinten einfach. Und jetzt hat Kraus, schade, Laxonen kann sich den nicht erkämpfen. Und jetzt die Chance für Bietigheim, die gegen Konter zu fahren. Naut. Schade. Also schade für Bietigheim. War eine gute Konterchance, die sie nicht nutzen. Und Jere Laxonen, auch hier haben wir einfach viel zu viel Platz. Naut, und das ist vielleicht der Wechselfehler, Thiel. Ganz stark von Thiel, was für ein Ding von Thiel, der haut sich da rein und das war extrem wichtig. Dieser Wechselfehler darf uns einfach da nicht passieren, aber Thiel übertrieben stark, wirklich ganz stark. Aber jetzt der Fehler von Thiel, Naut. Wo geht hin das Tor? Die falsche Entscheidung. Vielleicht Quessi, Zehrensen, Moser. Ganz stark von Maximilian Hobbs. Nifosi wird da, ja, bedrängt. Und jetzt die Chance, Naut. Und was für ein Ding schon wieder von Fiesinger. Alter, was passiert denn hier? Jetzt wirklich Bietigheim am Drücker. Lemmers, jetzt Lewis. Schade. Aber das resultiert wieder aus einem Wechselfehler. Strafe Bietigheim. 2 Minuten. Lewis ist mit dem Rücken zum Gegenspieler. Und Ryan Moser, der nimmt hier eine 2-Minuten-Strafe. Erstmal 4 gegen 4 geht's weiter. Aber gleich haben wir erstmal Überzahl. Max Oswald gewinnt das Bulli. Simon Schütz. Jamal Watson. Simon Schütz. Zieht ab. Pfosten. Und Heike Riesentat von Dubraka. Jetzt Max Oswald. Oswald. Immer noch Oswald, Yannick Burkhardt, Heike, der Versuch auf Heike eher gesagt. Schade. Jamal Watson auf Lacazette zu Lemmers. Lemmers, Lacazette zu Watson, Burkhardt, Plonqvist, Watson. Das ist stark gespielt, aber der Drang zum Tor, der fehlt gerade, aber Burkhardt nimmt sich an Herz, aber leider scheitert er. Und jetzt hat Watson viel zu viel Platz. Lemmers. Schade. Verteidigen sie dann gut weg. Und jetzt können sie sich erstmal befreien. Und Plonqvist mit Tempo. Semi Plonqvist. Lacazette auf den Außen. Lacazette, da ist Plonqvist. Aber schießt Lemmers in den Rücken. Dubraka
ist da Lemmers, holt sich den und dann ist es die nächste Strafe für Biedekamp. 2 Minuten Beinstellen wieder. Und jetzt müssen wir es natürlich, jetzt müssen wir es vielleicht noch nutzen in den 24 Sekunden. Deswegen ist das Bulli jetzt wichtig. Verlieren jetzt aber, Lewis ist aber am schnellsten oder scheidet am schnellsten. Lewis, da ist Hobbs. Hobbs hoch zu Thiel. Thiel. Und da schießt mit den eigenen Mann an, klar. Aber da muss er sich vielleicht ein Stück bewegen, wenn er weiß, dass der Schuss jetzt kommt. Thiel. Konnte jetzt leider die 5 gegen 3 Situation nicht nutzen, aber Laksunen zieht wieder in die Mitte. Aber sie sind da. Jetzt Thiel, richtig stark gestoppt. Thiel, der heute sehr, mit sehr, sehr vielen großen Daten zu tun hat. Thiel, schade. Tut einen guten Turnover und kann man so sagen, nehmen und der Abschluss war auch nicht ganz so ungefährlich. Jetzt Serdar Gosic gegen Lakers. Wir schicken nochmal die erste Reihe jetzt für die 1 Minute in Überzahl. Also 1 Minute haben wir jetzt noch. 1 Minute 15, um ganz genau zu sein. Breibic, Zerensen, Lakassé. Können sie sich befreien? Serdar Gosic, Puck geht raus. Watson müsste dran sein. Ja, Plonkvist, der spielt auf Lemmers. Jetzt mit Tempo. Lemmers, Watson. Plonkvist, Burkhardt, Lemmers. Setzt sich durch, ganz stark, da ist Sammy. Nee, jetzt ein Plonkvist. Schießt Dubravka in die Hosen sozusagen. Das gibt's nicht. Jetzt scheitern wir an den Keeper. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Da liegt der, da tut Sammy Plonkvist natürlich nachstochern. Aber wir kriegen es da nicht hin. Ei, das ist bitter. Das ist wirklich bitter, was gerade hier ist. Jetzt Moser, der ist ja eigentlich Verteidiger, glaube ich. Aber egal. Watson, Plonkvist. Und jetzt können sie sich befreien. Burkhardt, der Fehler da. Aber Watson passt auf. Und jetzt schau mal Watson mit Plonkvist. Der Pass misslingt. Dubravka hat die Fangern drauf. Und jetzt geht der Puck auch erstmal raus. Und Plonkvist passt auf, ganz stark. Gehen jetzt in die 4. Reihe. War ein gutes Powerplay. Wir hatten richtig starke Chancen, aber nutzen sie nicht. Jetzt Heikel. Überragend. Doch, wir nutzen den Konter danach. 3-0. Nicolas Heikel, 5. Saisontor. Kommt aufs Eis und direkt richtig stark. Natürlich jetzt hohes Risiko, da die 4. Reihe gegen die 1. von Biedekamp zu schicken. Aber Laksunen! Und das ist fast ja Doppelschlag. Man muss hier auch schon von was sprechen, dass wir hier Biedekamp einfach wegdominieren. Jetzt ist es Weber mit dem Schuss. Heikel hoch zu Nifosi. Laksunen, schade. Und jetzt Weber nochmal mit dem Schuss. Aber das 2. Drittel ist vorbei. 3-0 Führung und die geht so auch völlig in Ordnung. 26 Schüsse haben wir, 7 hat Biedekamp und es hätte durchaus auch eins höher stehen können, wo Dubravka deine Riesentat begeht. Und jetzt McDonald, Burkhardt, ganz stark, Lakassé, 4-0, das ist natürlich auch überragend gemacht von Burkhardt, wie er das sich den Puck holt gegen McDonald und einfach da super Auge hat, super Pass bringt auf Lakassé und Lakassé natürlich da auch einen super Abschluss bringt. Und da fällt das 4-0. Ich habe gerade gesagt, es hätte 4-0 stehen können. Jetzt steht's 4-0 und Watson. Ah, schade, der Pass hätte ein Stück weiter nach links gemusst. Serdar Gosic. Aber da passt Plonkvist auf. Sammy Plonkvist, der ja langsam... Also ich finde, er hat ein Stück nachgelassen. Er bekommt die Aktion nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, er spielt sehr gut, aber er belohnt sich gerade für seinen ganzen Aufopferungen nicht so. Deswegen mal gucken, ob er sich wieder fängt. Er tut wirklich viel für unser Spiel. Deswegen ist es ja
Wäre schöner, wenn er sich auch weiter belohnen könnte für die bisher großartige Saison. Und jetzt Quessi. Schulz kriegt den Check nicht hundertprozentig. Und Fiesinger kann dann auch nicht festhalten, weil Cookie super nachsitzt. McDonald. Und jetzt ist Bidi Keim mal wieder am Drücker. Im zweiten Drittel war er wirklich nicht viel nach vorne gekommen. Und da rutscht der Puck unfassbar unglücklich durch. McDonald 4-1. Und das ist ein Treffer, der einfach unglücklich ist. Wir fechten ihn selber ab. Kommt somit gefährlicher und rutscht irgendwie bei Fiesinger durch. Und das ist so, so bitter. Wirklich so ein Treffer, der ist so bitter. Thiel, super. Heikel, ja, Ratzuk. Louis setzt dann nach. Schade. Ratzuk. Mit dem Konter. Da ist Cookie. Cookie, ganz stark von Bidou, vergisst den Puck. Er gesagt, Heike, jetzt Kraus, da ist Louis, Olafer Schmidt müsste jetzt im Kasten sein, der Ex-Bayreuther. Ah, schade, der Fehler da. Und jetzt der Konter, 3 auf 3, Naut. Sind vielleicht einfach zu spät nachgerückt in Biedigheim, aber sind weiter am Drücker. Hops, Doppel, Block und sehr wichtig. Heikel jetzt mit dem Konter. Heikel zu Maximilian Hops. Hops zu, ja, der Versuch auf Laxonen. Also der Neuaufbau, Laxonen, Jere Laxonen. Wird da nicht mal groß angegriffen. Aber Olafer Schmidt ist die Endstation. Das war gut gemacht. Richtig stark von Jere Laxonen, der da alle Spiele auf sich nimmt, aber leider sich nicht belohnen kann für das sehr, sehr starke Solo. Laxonen. 2 Minuten 52 sind hier noch zu gehen. Ob Bidi Keim jetzt noch die Tore zieht, das werde ich nicht wissen. Ne? Also es müsste jetzt schon ein Tor passieren, dass sie dann noch groß Hoffnung haben könnten. Heikel, Hops, 5-1 und was ein Ding von Maximilian Hops. Natürlich, nicht du Bracker, sondern Olafer Schmidt ist viel zu weit draußen. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Ist einfach viel zu weit aus unserer Sicht rechts und ja, da natürlich, der Schuss von Maximilian Hops ist einfach dann auch überragend platziert und den hätte er vielleicht in seiner Position, in der normalen, vielleicht auch gar nicht gehabt. Yannick Burkhardt geht nach, die Zambur, Serda Kostic. Und jetzt ist es halt auch das 5-1. Ist auf jeden Fall zu 100% zu verdient. Wir haben einfach Bidi Keim komplett wegdominiert. Und haben einfach ja, völlig verdient gewonnen gegen Bidi Keim. Mit 5-1 wahrscheinlich. Weber jetzt nochmal auf Lacazette. Lacazette, ja, 5-1 ist der Endspielstand. Wir gewinnen gegen die Bidi Keim Steelers mit 5-1. Ganz, ganz stark, einfach richtig starker Heimauftritt. Natürlich, Powerplay hätte jetzt vielleicht noch klappen können, aber egal. Wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaltet gerne ein zur nächsten Folge und dann sage ich ciao.